Willkommen zurück zu Let's Play Sonic the Hedgehog 2006. Und ja, diesmal, nachdem wir Sonic Story zu 100% abgeschlossen haben und nun auch die Shadow Story zu 100% abgeschlossen haben, obwohl ich bei Shadow anscheinend mehr Silber mit den Münzen gesammelt habe, in Soleana oder generell, keine Ahnung, ich gehe zu Silber. Los geht's. This world was devastated before I was born. A harsh, bleak place where we live in eternal darkness. Life is a struggle, and people live without hope. How did this happen? No one will answer me directly, but they always point to the flames. They burn away at my world, destroying everything in their path. They come from an eternal life form that we cannot truly defeat. The flames of disaster, known as Iblis. Silver! Blaze, what's wrong? He's appeared again! Okay. Crisis City. Opa. Crisis City ist Silvers erste Stage. Und ich fand's eigentlich sehr. Drück jetzt mal. Ein bei diesem Schalt verdammten Tipp gelesen, dass ich irgendwas mit der. Nur so überlesen, so mit. Irgendwas mit der Viereck-Taste. Jetzt will ich immer wieder, um die Sachen also aufzuheben, die Taste drücken. Mann. Okay. Silver. Ja, ich weiß, ich habe Silver schon mal gespielt. Man muss ihn schon mal gespielt haben. Spiel. Welche Stimme? Was? Was willst du von mir? Irgendwas? Irgendwas wollte er bestimmt von mir, aber ich hab's. Keine Ahnung. Hi, Blaze. Übrigens, wie fand's bei der Cutscene eigentlich? Danke. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich fand das bei der Cutscene eigentlich ganz nett. Silver ist da hingeflogen. Blaze kommt. Yeah, die ist da drüben. Ach, fuck it. Ich flieg schon mal vor. Du kommst ja bestimmt ganz schnell hinterher. Das fand ich eigentlich ganz nett. Danke. Burp, burp, burp. Machen in dem Spiel. Ist immer noch nicht gut. Nö. Okay. Es gibt bestimmt irgendjemanden, der sagen kann, was das für eine Automarke, das inspiriert wurde. Wie hier. Es leuchtet so, die Felder. Die Objekte, die leuchten so. Bin mir nicht gerade gut zu erkennen, was. Jetzt, Ja. Wo man da jetzt genau landen kann. Ey. Okay, du chillst einfach mal rum. Okay. Das soll bestimmt passieren. Ich wüsste nicht, was sonst passieren soll, als dass
Zum Glück stehen hier so viele Autos rum. Die komplette Stadt ist verwüstet. Das heißt auch Crisis City. Aber trotzdem... Dieser Manöver ist kacke. Aber trotzdem stehen hier... Ist einiges so... Die Autos sind perfekt. So komplett intakt. So jetzt... Okay, sind ein bisschen dreckig. Das gebe ich zu, aber... Ich dachte, ich hätte Ringe gesehen. Aber sonst kein Problem. Kein Problem. Das ist okay. Oh, gut. Hallo? Ah, nein. Warum kann ich das nicht? Drecksack. Bob. Hi. Man kann es einfach machen, man kann es aber auch so machen. Ui. Ich dachte jetzt über ein Loading. Jetzt käme ein Ladebildschirm, das hätte sowas von gepasst. Hopp, 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 hopp. Ist ja fast so wie beim so Fernsehen raten, wann kommt die nächste Werbung und irgendwas ist da gerade explodiert. Okay, was machst du? Du bist gerade sehr explodiert. Okay. Silver, musst du treffen. Burp. Auto ist noch da. Burp. Nimm mich mit. Spielzeug. Ah, das kam sogar mit. Schick, 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 schick. Alter, das Leuchten. Moment mal. Den Part muss ich ja noch, glaub mal, was einstellen. So. Ja, genau. Es war ein Event. Ich konnte gerade überhaupt nichts machen. War ein besonderes Event und die können mich trotzdem abschießen. Betrug. So a little bit. Okay. Wo wollt ihr hin? Okay. Das Leuchten, ey. Echt nicht gut. Oh Gott. Was soll ich hier machen? Ah, vielleicht darüber. Nee, von da kam ich. Shit. Spiel. Ach, darunter. Das war doof. Das war doof, dass ich nicht sehen konnte, wo ich direkt hin musste. Okay, neuer Charakter. Alter, ich muss erstmal die Steuerung angucken. Es gab so heiße. Das ist unfair. Ich muss erstmal hier die Steuerung angucken, was der Charakter so kann. Und was passiert? Ich werde erstmal. Okay, so eine Art Roaming Attack in. Weird. Mit Cooldown. Nein, 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 nein. Will ich haben. Danke.
Überblick, please. Das tut euch nicht so sehr in den Augen weh wie mir. Radikal. Okay. Burp, burp, burp. Guck mal, hier war Sonic und Shadow war hier diese Stelle immer kaputt. Oder wir hatten schon mal so eine ähnliche, nur... Kann ich richtig... Doch, 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 doch. Wir hatten das mit... Bouncen. Von einem Physikobjekt. Böse. Ich mag gleich Steuerung voll. Das ist gut. Erfrischend und gut. Mag ich. Okay. Nein. Oh. Hoffe ich kann Player so. Jeder konnte einmal. Ich konnte einmal hier. Rouge. Zocken. Ein komplettes Level lang. Dann will ich auch ein komplettes Level lang. Blaze. So. So viele Namen. Okay, das war vielleicht dämlich. Das ist die erste Stage in der Silver Story. 9,5 Minuten. Hätte ich schon mal gesagt, dass dieser Attack dämlich ist. Jetzt nicht mehr. Ah, die meisten. Oder was wir hier einfach so rumstehen. Und danke, du Depp. Zuerst auf die Client-Monster gehst und nee. Okay, hat schon wieder gemacht. Gut, weil ihr alle gerne respawnt, gehe ich wieder zurück. War ich hier nicht schon? Hast du das gerade extra an mir geworfen? Es ist... doof. Die Stelle war gerade doof. Ich konnte die Kamera nicht verändern. Hätte sich aufpassen kann. Ich weiß... Trotzdem war das doof. Gibt es einen Grund, warum ihr euch dreht? Dass ihr euch dreht. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, da unten. Da ist das Ziel. Ich nehme mein Auto mit. Scheiße, ich kann den Hals durchdrücken. Nein! Es rollt weg! Nein! Es rollt weg von mir. Verlass mich nicht. Nein! Es hat mich verlassen. Trauer. Stimmt die Uhrzeit eigentlich? Ja.
you monster! Verdammt. Ja, vom Handy. Okay, Iblis-Kampf. Anders als bei Shadow und Sonic. Ist ja klar, dass es... Okay. Okay, so kann ich. Silver, ernsthaft? Okay. Sieht noch einmal... Was trägt der da? Ein Haus. Es war ein Haus. Burn. Burn. Wenn man irgendwelche Personen hört, ich weiß nicht, wer das ist, die laufen. Und ich weiß auch nicht, was sie um 23 Uhr machen. Das ist einfach... Samstag. Samstagabend. Bam. Klar. Schatten hilft bei dem nicht. Verdammt. Okay, er schützt sich. Burn. Hauptsache, er burnt. Boss ist mal was Neues. Besser als irgendwie... Na, es ist... Warte mal, die Iblis? Irgendwas ist zwischen hier und etwas später in der Zukunft passiert, dass du in der Sonic-Story und in der Shadow-Story nur noch aus dem Kopf stehst. Oder nur aus dem Auge. Keine Ahnung. Wie groß ist der Battle? Wie hoch ist das Feld? Wie groß ist das Feld eigentlich, was ich mich bewegen kann? Nein, ich sehe die Lebensleiste. Silver. Lol, der hat keine Panzerung mehr. Okay, da ist mein... Auf der Seite das Ende. Und hier? Auf dieser Seite? Wie weit das geht. Hier. Und ein paar Objekte. Iblis? Hi. Hab ich nie gesehen. Komm. Ey. Mein bisher getroffen. Flug. Aua. Einen Ring würde ich gerne immer haben. Das ist immer safe. Weil ich nicht unbedingt sterben möchte. Sterben ist nur mal. Bam. Ja. Echt dieser Drecksau halt eben. Ich hab einen. Ich sehe es. Ist wahrscheinlich noch ein Hit brauche ich mit so einem Teil. Und ich habe eins. Von dem, was ich nach dem werfen kann. Und ich drücke halt eben dann auf diesen Scheißknopf. Und Silver schießt das Teil irgendwo hin. Nur nicht dahin, wo ich das möchte und wo er es die ganze Zeit hin geschossen hat. Das ist halt eben dämlich. Du weißt, wo du hin schießen musst. Warum machst du es nicht, du Depp? Streckung. Streckt sich.
Ich hatte wieder die Möglichkeit, ihn anzugreifen, aber er hat einfach keinen Bock. Warum hast du 4 Arme? Ich sollte vielleicht aufpassen, nicht zu sterben. Und nach was frage ich, warum hat er 4 Arme? Ernsthaft. Muss ich erneut warten. Bitte lass sie doch an so Teil rumliegen noch. Nö. Nichts. Nix. Ich hatte wieder die Möglichkeit, hatte keinen Bock. Wieder. Silver, das! So. 5 Minuten, 20 Sekunden für diesen Boss. Silver, wo guckst du hin? Warum guckst du nicht einfach in die Kamera? Warum guckst du irgendwo hin? Das lag nicht an mir. Das lag eindeutig an dir, mein Lieber. Blöde Sau. Looks like we stopped it for now. But it'll just rise up from its ashes again. What's the point of all this? It'll never end. Calm down, Silver. Then tell me what we should do. How can we completely destroy Iblis? By knowing the truth, of course. Just as a flower comes from a seed, or a chicken comes from an egg. Everything has an origin. You need to find the being originally responsible for this catastrophe. Is that really the answer to our problem? Tell me, do you know who it is? To fix this present timeline, you need to change the past. But that's impossible! With my help, you can. Because I have the power to travel through time. No way! In order to change the past, you must eliminate the individual who has awakened Iblis, the Iblis Trigger. If I eliminate that guy, will our world be saved? The day of disaster. Here are my records of this event. This was when Iblis was freed and his flames were released into the world. And you have this person to blame. I see it! So that blue hedgehog's the Iblis Trigger? Blue hedgehog. I'll send us back in time to the point when the Iblis Trigger was alive. Thank you.
Where am I? Blaze? Blaze! I guess we all got separated. This is so unbelievable. Now, I must fight for the future. The Iblis Trigger. Where is he? First, I need to gather information. Warum sagt der Server hier Iblis Trigger in Anführungszeichen? Na gut, wir sehen uns am nächsten Part wieder bei Let's Play Silver 2006. Einem kleinen Mini-Let's Play, ein Part, ein Teil von Sonic 2006, um die Silver Story von ein bisschen zu trennen, nämlich. Ach, ihr seht's, wie ich's mache. Gut, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.